Herzlich willkommen zu diesem Video. Die Zeit auf den Bahamas neigt sich so langsam dem Ende zu und vor uns liegen noch zwei letzte Inseln. Um ganz ehrlich zu sein, wir können kaum mit Worten beschreiben, wie unglaublich die Bahamas bis zu diesem Zeitpunkt waren. Weit weg von der Zivilisation und dem Trubel der Stadt haben wir die unglaublichsten Dinge gesehen. Wir waren jeden Tag in und mit der Natur, hatten das Meer ununterbrochen um uns herum. Doch diese Zeit ist leider schon vorbei und wir werden schon ganz bald den völligen Kontrast erleben. Vor uns liegt Nassau, die Hauptstadt der Bahamas. Seit Wochen waren wir in keiner Stadt mehr und seit vielen Tagen auch nicht mehr in einem Supermarkt. Eigentlich sehen wir uns gerade noch nicht so wirklich nach dem Trubel der Stadt, aber es wird Zeit, einige Besorgungen zu machen. Unsere Lebensmittel neigen sich dem Ende zu, das Gas und auch unsere Wassertanks sind bald leer und auch unsere Wäsche müssen wir mal waschen. Es ist morgens 8 Uhr und aua! Ich habe vergessen, dass der Baum da ist, weil der nieder ist, weil wir den immer an der Seite angespannt haben. Und jetzt ist er auch an meiner Mitte vor den Kopf gestoßen. Tilo holt den Anker hoch, ich habe gerade Motorcheck gemacht und jetzt wollen wir lossegeln. Wir haben heute was ganz Besonderes aufgebaut, das zeige ich euch jetzt mal. Tilo am Anker. Und hier haben wir den Baum aufgespannt, weil heute haben wir Wind von hinten. Mal gucken, wie das wird. Da sind Wanderling. Da sind Ferdinand. Die fahren jetzt auch gleich los, alle. Aber wir kriegen ein bisschen Vorsprung. Schon am Abend vorher haben wir uns auf den vorhergesagten Wind vorbereitet. Wir haben oft das Gefühl, dass alles an unserem Boot aus Leinen, Klampen und Rollen besteht. Wir brauchen nicht viel anderen Schnickschnack, um von A nach B zu kommen. Dieses System ist simpel zu verstehen, aber oft aufwendig aufzubauen. Vor uns liegen 30 Seemeilen. Fast immer segeln wir, sobald wir weiterfahren, ins Ungewisse. Man weiß nie genau, wie der nächste Ankerplatz aussieht, ob man dort wirklich bleiben kann und ob man sich dort wohlfühlt. Manchmal ist diese Situation aufregend für uns und wir sind neugierig, was uns erwartet. Manchmal sehnt man sich aber auch einfach mal nach einem vorhersehbaren, sicheren Ankerplatz. Diesmal ist die Stimmung ziemlich optimistisch. Wanderling hört, auch aber Blue Horizon hört. Tilo, also wir sind jetzt hier in dieser Ankerfläche zwischen den beiden Marinas und das ist ziemlich seltsam. Hier ist relativ wenig Platz, weil es an der Seite gleich flach wird. Wir liegen jetzt zu weit im Channel, wir müssen gleich nochmal umankern, aber das ist auch sehr starke Strömung hier. Deswegen richtet sich das Boot eher nach der Strömung als nach dem Wind aus. Also wir probieren noch ein bisschen was, aber so ganz easy ist es hier irgendwie nicht. Okay, ja, wir kommen erstmal zu euch, dann können wir ja nochmal sprechen. Und warum ankert ihr nochmal um? Wir haben jetzt in 5 Meter Wasser geankert und ungefähr 30 Meter Kette rausgehauen und wir liegen jetzt, aufgrund dessen, dass das Boot sich nicht in Windrichtung ausrichtet, sondern in Stromrichtung, liegen wir jetzt mitten im Channel, weil sich 30 Meter so komplett in den Channel rein erstrecken jetzt. Was ich vorher noch nicht gesehen habe, und so können wir hier auf jeden Fall nicht liegen bleiben. Okay, wir müssen so in 10-20 Minuten auch bei euch sein. Ja, ist das denn der finale Spot, wo wir dann für die nächsten Tage stehen bleiben wollen? Ja, theoretisch schon. Aber wenn das hier, also wir probieren nochmal, ob es ein bisschen dichter an der Land vielleicht entspannter ist. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob das wirklich so eine gute Idee ist, hier zu bleiben. Alles klar, bis gleich. Thank you.
jetzt hier in die Grütze und schaue nach dem Anker, weil Tilo mit seiner Lippe nicht da reingehen kann. Er ist ja normalerweise der Ankertaucher. Und ich das übernehme, hier ist anscheinend starke Strömung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Jetzt geht's los. Er liegt jetzt so, wie er liegen sollte, aber ich konnte ihn jetzt nicht reindrücken. Gar nicht? Die Spitze liegt jetzt so drin. Ist im Schlamm drin. Die Spitze steckt im Schlamm. Also sollte es halten. Ich gebe doch keine Garantie. Die Spitze liegt jetzt im Schlamm und der Anker liegt richtig. Aber er muss sich jetzt noch eingrubbern, weil ich kann ihn nicht eingrubbern. Und Kettenlänge reicht? Nee. Nee. Ich würde sagen, müsste noch ein paar Meter. Wie viele Meter sind denn? Der Ankerplatz ist etwas komisch. Die Boote drehen sich je nach Kielart mal in den Wind und mal mit der Strömung. Und wir liegen hier irgendwie immer etwas anders als die anderen Boote. Aber der Anker hält trotzdem und es ist gerade eben genug Platz für uns alle drei und ein viertes Segelboot, was schon vorher hier lag. Scheiß Lippe ist jetzt schon seit Tagen scheiße. Deswegen muss das jetzt weiter desinfiziert werden. Und was ist das? Propolis. Das ist so irgendwas von Bienen, was entzündungshemmend und desinfizierend wirken soll. Das muss möglichst schnell jetzt einfach weggehen. Ich will wieder schwimmen, tauchen, Spaß haben. Weil wenn man nicht ins Wasser gehen kann, dann kann man eigentlich nichts an den Bahamas machen, weil das ist das Einzige, was hier das Leben sinnvoll macht. Es brennt, ne? Beißt dann die Zähne fest zusammen. Ah! Ah! Du schaffst das. Durchhalten. Was ist das für eine Scheiße? Ich muss sagen, ich bin auch echt eine Pussy, wenn es um Schmerzen geht. Glaube ich zumindest. Ja, das glaube ich manchmal auch ein bisschen. Ah, weil. Aber es sieht auch schon ziemlich offen aus. Ey, das schmeckt wie. Wie schmeckt das? Nach Alkohol, oder? Hä? Nach Alkohol, oder? Ja, aber so. Bis. Wann habe ich das mal genommen? Ja, nach so ekelhaften Arzneimittel. Ah, alles pflanzlich hier. Er kommt mir nicht in den Mund. Außer noch ein bisschen Fleisch. Okay, jetzt geht's an Land. Wäsche waschen, Gas holen, einkaufen, noch irgendwelche Dinge erledigen, denn wir sind in Nassau und in Nassau werden alle Sachen erledigt, weil überall anders gibt's hier einfach nichts. Deswegen müssen wir es hier erledigen. Let's go. Jetzt hier ab. Wir gehen jetzt ins Piratenmuseum. Und in der City. Und in der City. Und irgendwie ist das hier ein bisschen tricky, immer mit den Dinghys, wo man die hinlegen kann. Weil eigentlich gibt es Dinghy-Stege, da muss man aber einen Dollar pro Fuß bezahlen. Und das wären dann schon irgendwie mal so 10 Dollar jetzt, wenn man anlegt. Kassen.
Als 1703 und 1706 Nassau von der französisch-spanischen Flotte angegriffen wurde, verließen viele Siedler der Insel, die übrigens New Providence heißt, die Insel. So wurde Nassau schließlich von englischen Freibeutern übernommen, die mit der Zeit zu gesetzlosen Piraten wurden. Die Piraten griffen französische und spanische Schiffe an, während die französischen und spanischen Streitkräfte Nassau noch mehrere Male niederbrannten. Die Piraten ließen sich irgendwann in Nassau nieder und gründeten hier ihre eigene Republik. Piraten haben Papageien. Falsch oder wahr? Was sagst du? Oh, ich sag falsch. Ich sag eigentlich auch falsch. True! Es war sehr beliebt für Piraten und Segler, Papageien zu haben als Haustier, denn sie bringen die mit aus dem Turm als Souvenir. Wir konnten hier im Museum viel über diese Zeit sehen, lesen und hören und irgendwie war es eine totale Abwechslung zu den letzten Wochen und Tagen. Wir haben Nassau in kurzer Zeit von einigen Seiten kennengelernt. Manche Ecken waren schön zu sehen, aber die Spanne zwischen den hübsch gemachten Touristengegenden, an denen die Kreuzfahrtschiffe anhalten, und dem echten Leben hier war enorm und wir haben uns nicht so richtig wohlgefühlt auf dieser Insel. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt schon seit 2 Tagen in Nassau und heute war der letzte Tag. Wir waren noch mal ein bisschen hier Sightseeing-Tour machen, waren im Piratenmuseum, weil das ist ja hier die Piratenhochburg von früher. Auf jeden Fall sehr interessant. Haben noch mal eingekauft, haben Wasser geholt, haben das Boot ein bisschen ready gemacht, das Segel ein bisschen repariert, die Windfahne ein bisschen repariert und müssen auch noch ein paar Dinge erledigen. Aber heute ist der letzte Tag. Morgen früh wollen wir weiter bis nach Freeport. Das sind ungefähr 140 Meilen, heißt eine Nachtfahrt. Nassau. Der Wind ist nicht so richtig perfekt für morgen, ein bisschen wenig Wind. Ein bisschen sehr wenig Wind. Ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Ja, wir bauen uns eine Spezialkonstruktion mit den beiden Spielbäumen. Wollen wir beide Genuas ausbauen, dass wir die maximale Segelfläche haben, um wenigstens ein bisschen Tempo zu machen. Wir haben ja kein Leichtwindsegel. Aber nochmal, um auf Nassau zurückzukommen. Hier kommt man gut einkaufen, ist auf jeden Fall günstiger als bei den anderen Inseln, ist jetzt nicht wirklich billig, aber um alles zu organisieren, war es ganz gut, ist aber nicht so einfach, weil hier gibt es eigentlich nur Häfen und kaum Ankerplätze direkt an der Stadt. Die wollen halt, dass man in den Hafen geht und deswegen gibt es auch kein Dingy-Dock und ja, die wollen hier halt einfach Kohle machen, ist ja auch ein bisschen verständlich. Und an sich, die Stadt ist jetzt nicht wirklich schön, es liegt viel Müll rum und da, wo halt ein paar Läden sind, ist halt direkt die Area für die ganzen Kreuzfahrtschiffe, deswegen ist das da ja auch aufgebaut. Und ja. Das ist kein Spot, wo man unbedingt lange bleiben will, aber wir wollten es irgendwie gerne mal sehen und das Museum zum Beispiel war halt auch mega cool und voll spannend. Und jetzt sind wir aber auch, glaube ich, ready, um wieder weiterzufahren. Genau, jetzt geht's weiter. Ist ein bisschen viel segeln. Ich würde gerne mal wieder ein paar Tage länger an einem Ort bleiben, aber es wird ja jetzt bald kommen. Wir müssen uns halt ranhalten wegen der Hurricane Season und weil wir halt auch irgendwie da hochkommen müssen. Aber es wäre auch schon mal schön, wieder 1-2 Wochen an einem Ort zu bleiben. Wir segeln momentan fast jeden zweiten Tag. Zwar nur kleine Turns, aber trotzdem. Und jetzt wieder eine Nachtfahrt und danach kommt noch eine Nachtfahrt. Es ist halt immer übelst viel Gerödel. Also die Turns sind richtig entspannt, aber man muss halt wieder so viel dann rödeln mit dem Segel und dem Anker und dann wieder das aufrollen, festmachen und dann wieder alles zurück. Genau. Was sehr, sehr schade ist, es war eigentlich ein Ziel von uns, dass wir in den Bahamas tauchen gehen. Jetzt habe ich das mit der Lippe, damit kann ich eh nicht tauchen, weil es brennt so hart, wenn ich unter Wasser bin und dann den ganzen Tauchgang mit so einem Ding in der Fresse, das funktioniert nicht. Und das ist sehr, sehr, sehr schade, weil Bahamas ist natürlich der Space zum Tauchen. Sogar man kann mit Haien tauchen und sehr, sehr viele große Tiere und so. Das ist so schade. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal nachholen, weil wir haben ja extra einen Tauchschein gemacht, um das hier machen zu können.
Und jetzt wird es eher erst in kältere Regionen gehen, wo man es nicht so gerne macht. Da geht uns hier was verloren. Aber wir werden bestimmt noch mal irgendwann hier entlang segeln und dann holen wir es nach. Vielleicht ein Freeport, aber meine Lippe wird bis dahin, glaube ich, noch nicht heile sein. Das fuckt so ab, ne? Ich glaube, klar, in 2-3 Tagen ist es weg. Jetzt warten wir hier gerade auf den Gasmann. Letzte To-Do. Letztes To-Do auf der Liste, da haben wir echt alles abgehakt und fahren Wasser, weiter, ohne dass wir Bauwasser, was Trinkwasser eingekauft, Segel repariert, Windpfanne repariert, Gas, Diesel und noch irgendwas? Wir müssen ein Video schneiden. Mit dem Video kann ich nicht hinterher. Genau. Und jetzt kommt gleich der Gasmann zurück. Der bringt uns die Gasflasche wieder. Der hat die gerade hier einmal eingesammelt. Das ist wie immer ein bisschen kompliziert mit dem Gas. Ich muss sagen, das ist immer das komplizierteste unterwegs, finde ich. Irgendwie die Gasflaschen zu tauschen. Ja, ich glaube, ganzen Systeme sind so unterschiedlich und so. Die Systeme und ich glaube, es liegt halt an den Regularien. Du kannst halt nicht einfach mal Gas umfüllen. In Brasilien ging das schon. Da haben die einfach eine Gasflasche umgekippt und die andere reinlaufen lassen. Aber grundsätzlich ist das ja nicht ganz ungefährlich, deswegen darf das, glaube ich, nicht jedermann machen und deswegen ist es auch so schwierig, hier immer überall an Gas zu kommen. Das ist so strange. Ich glaube, das ist so, wie Matti gestern gesagt hat, das liegt daran, dass halt die Leute, die hier mit Gas kochen, also die Einwohner auf den Inseln, die haben dann halt so ihren Gasservice und der kommt dann da irgendwie alle paar Monate durch und sind da irgendwo angemeldet und der kommt dann, holt die ab und bringt die wieder und es gibt halt irgendwo irgendwie nirgendwo einen Service, jetzt, wenn wir mit dem Segelboot ankommen, einfach random eine Gasflasche tauschen. Ja, das kann natürlich auch sein, stimmt. Okay, wir warten jetzt hier weiter und morgen geht's dann los. Heute Abend, der letzte Abend mit Luf und Lee. Das ist schade. Mit Nicola und Raffi. Ja, die wollen über den Atlantik oder müssen über den Atlantik, würden auch sehr gerne die USA-Küste vielleicht mit hochkommen, aber hier werden sich unsere Wege trennen. Wanderling ist weiterhin mit dabei. Ja, ein bisschen schade, aber so ist das auf Reisen, ne? So ist das auf Reisen. Ich meine, dieses Tschüss sagen, das war ein bisschen traurig. So, wieder alles kurz vor knapp. Der erste Spielbaum ist ja schon draußen vom letzten Segeltörn und jetzt will ich schon mal den zweiten rausmachen, dass wir morgen früh einfach nur die Segel hochziehen müssen. Wir machen ja an den Spielbäumen so Rollen dran, dass wir ohne die Spielbäume runterlassen zu müssen, die Segel reinholen können. Falls ein Squall kommt oder stärkerer Wind kommt, kann man das schneller handeln. Bei einer Rollfork wird es anders laufen, aber dadurch, dass wir diese Starkreiter Genuas haben, müssen wir das so machen. Oder ist das die beste Alternative und funktioniert eigentlich auch sehr gut. Aber dafür muss ich natürlich jetzt schon mal heute den Spielbaum ausbauen. Und jetzt mache ich erstmal hier die Leinen, die ich dafür benötige, alle dran. Das ist auf jeden Fall ein richtiges Leinenwirrwarr. Ein Fall, eins nach hinten, eins nach vorne und dann noch die Genua-Leine, also 4 Stück an einen. Heißt 8 Leinen vorne schon alleine. Junge, Junge, Junge. Das ist einiges, einiges. So, wie mache ich's, wie mache ich's? Fest. Gucken, ob der Spielbaum auch aufgeht, hoffentlich. Den schon mal langsam. Ziehe ich den jetzt mal hier hoch. Leonie? Kannst du mir mal kurz helfen? Ziehen, ziehen, ziehen. Ja, das ist anstrengend hier. So. Unsere Freunde wollen den leichten Wind am nächsten Tag nutzen, um eine Nachtfahrt zur nächsten Insel zu machen. Wir wollen nicht unbedingt alleine hier bleiben und auch der Wind für die kommenden Tage sieht nicht perfekt aus. Bei leichtem Wind kommen wir mit unserem schweren Stahlboot nur schwer voran, aber wir wollen es versuchen und holen alle großen Segel heraus, um sie für morgen vorzubereiten.
Sonne geht gleich unter. Leonie kann gleich einmal swipen. Es ist ein phänomenaler, schöner Sonnenuntergang mit diesen riesigen Brücken da. Und hier schwimmt sehr, sehr viel Müll lang. Und Ferdinand hat gestern Müll in der Schraube, eine Plastiktüte. Deswegen gucken wir jetzt nochmal schnell mit der GoPro, ob wir was drin haben, damit wir morgen auch heile losfahren können. Über die Nacht könnte natürlich noch was passieren, ne? So. Jetzt gucke ich mir das einmal an. Und? Bescheid. Die Schraube ist sauber, aber unser Unterwasserschiff, ne? Wir müssen das dringend machen und zumindest mal abschrubbern, aber ich will es dir jetzt nicht schon wieder sagen, aber ich kann nicht ins Wasser wegen meiner Lippe, sonst will ich es jetzt nochmal sauber machen, weil das bremst uns so hart aus, das ist heftig, wir sind so lahm, deswegen machen wir jetzt die großen Segel dran, aber mich ärgert es richtig, weil ich würde so gerne das einfach schrubben, dass wir einen halben Knoten schneller sind oder einen Knoten, aber kommen wir jetzt nicht drum herum, müssen wir erstmal so mit weiterfahren. Guten Morgen, für uns geht's halt los, wir haben gerade 6 Uhr, Dinghy hoch, noch irgendwas, alles festzuhren und dann geht's für uns los, so früh wie möglich, wir müssen jetzt aufstehen, Leonie. Leonie. Junge, ist es nicht so, dass ich den Wecker gestellt habe und ich schon viel länger dich wach mache? Leonie, aufstehen. Kann ich eher aufstehen, wenn du nicht aufstehst? Ich stehe jetzt auf. Okay, Mann. Viel Spaß. Was ist hier los, Leonie? Diese Füße. Emi hat uns heute Morgen gefragt, wir hatten hier mehrere Sachen feucht, wo die Flüssigkeit herkommt. Und haben die ganze Zeit geguckt und haben es nicht gefunden und dachten, ja, wir machen erstmal den Motor an und gucken erstmal. Und dann war erst nichts und ich gerade geguckt und jetzt läuft der Dieselfilter schon wieder aus, das was wir ganz am Anfang hatten in der Domrep. Und ich weiß nicht, was mit diesem scheiß Teil ist. Warum läuft das immer aus und es ist undicht? Das ist doch. Ganz ehrlich, es hat einen einzigen Job, oder? Und es soll dicht sein. Wir haben es genau so zusammengebaut, wie es da auf dieser Anleitung stand. Und wir haben es jetzt schon 1000 Mal wieder auseinander und wieder zusammengebaut. Und es ist einfach undicht und es verfehlt einfach völlig seine Funktion. Jetzt haben wir dieses Ding dazwischen und da läuft die ganze Zeit der Diesel raus. Und wir, also die extra um 6 Uhr morgens aufgestanden, um loszufahren. Jetzt sitzt man hier wieder im Motorraum. Und schon 10 nach 7. Egal, schraub das Ding fest und dann geht das hoffentlich. Scheiße, ich weiß Alter. Nicht wie. Wir sind endlich unterwegs. Der Dieselfilter ist dicht oder müsste dicht sein. Leonie hat ihn jetzt nochmal fest angezogen. Und jetzt fahren wir hier durch diesen Arm, durch diesen Fluss. Hier ist ganz schöne Gegenströmung. Und fahren jetzt unter dieser riesigen Brücke her. Wie lange sind wir schon nicht mehr durch eine Brücke gefahren? Das ist schon ganz geil. Dahinter die ganzen Kreuzfahrtschiffe und hier die Fischerboote. Alter, war das auf der Kamera? Da ist ein Rochen rausgesprungen. Einfach ein Rochen rausgesprungen. 140 Meilen ungefähr bis nach Freeport. Der letzte Standort oder West End. Der letzte Standort in den Bahamas und dann geht's in die USA und jetzt geht's hier erstmal raus. Wir fahren jetzt hier raus, es ist mega dolle Strömung, wir fahren irgendwie nur 1-2 Knoten. Jetzt unter der Brücke her. Hier im Kanal, der uns aufs offene Meer führt, ist einiges los.
Wir fahren mitten durch Nassau und um uns herum fahren große Kreuzfahrtschiffe, Motorjachten und Fischkutter. In Kombination mit der Strömung müssen wir ganz schön aufpassen, niemandem in die Quere zu kommen. Es sind die letzten Momente voll mit Stadtleer und Trubel, bevor es heißt, nur wir, das Meer und das Rauschen der Wellen. Traffic, während wir hier rausfahren, kommt ein riesen Kreuzfahrtschiff rein. Und das ist schon ganz schön spannend. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal unter so einer Brücke unterher gefahren sind und so viel Verkehr hier hatten. Die Segeln hier sind eine 2 Stunden früher losgefahren als Mathe und Luisa. Das weißt du ja gar nicht. Vielleicht sind die auch schon eher los. Okay. Wir dachten 2 Stunden, wir wissen nicht ganz genau, wann sie losgefahren sind. Auf jeden Fall überholen die uns jetzt schon. Die fahren hier mit ihrem großen, bunten Spinnerkahn uns vorbei und sind ziemlich schnell. Da sind wir schon ein bisschen neidisch. Eigentlich alles an Segeln draußen, was wir jetzt so machen können. Wir fahren 4 Knoten. Das sieht schon sehr entspannt bei denen aus. Die fahren auf jeden Fall ganz nah an uns vorbei, sodass wir uns jetzt winken können. Das ist schön. Juhu! Das war's bis hier mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Video segeln wir schon in die USA und das wird ganz schön aufregend. Also verpasst es auf keinen Fall und abonniert unbedingt unseren Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!